Wie nett. Was tun Sie da, wenn ich fragen darf? So viel Gold wird man doch kaum als Schuldirektor verdienen. Natürlich nicht. Das Gold ist für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden. Ich bin der Schatzmeister Ihrer Partei. Einige Leute wollen anscheinend wirklich dringend, dass die Ratsvorsitzende siegt. Natürlich. Sie sehen Ihre Spenden als Investition in die Zukunft. Und Sie wissen, wie man etwas bewirken kann. Ich muss weiter. Ich erwarte Sie morgen nach der Einweihungsfeier zum Mitarbeitergespräch. Dann werden wir uns über Ihre Leistung unterhalten. Sehr wohl. Ach nee, solche Gespräche mag ich nicht. Ich und mein Golem werden es Ihnen schon zeigen. Ja, wenn wir denn irgendwann mal einen Golem haben, mein lieber kleiner Wilbur. Wir können nicht weiter mit ihm reden. Er hat ja das Gespräch förmlich beendet, betrachte den Tisch noch und dann gehen wir zu Remy. Ich war hier seit der Neueröffnung noch nicht. Ich hatte so viel in der Schule zu tun. Ist hübsch geworden. Wenn auch eine seltsame Mischung aus rustikal und elegant. Eine wirklich seltsame Mischung. Völlig egal. Remy, wir sind endlich da, wir haben es geschafft. Ja. Remy sieht müde aus. Ich glaube, der Wahlkampf und die aktuelle Situation in der Stadt machen ihm zu schaffen. Hallo, Remy. Wenn das nicht der neue Star-Professor der Zaubererschule ist, wie war dein erster Tag, Wilbur? Grausam? Ach, frag lieber nicht. Doch, ich frage aber. Du bist mein Freund und du siehst alles andere als zufrieden aus. Was ist los? Naja, das Übliche. Direktor Bloch ist ganz gemein zu mir. Er hat mir viele schwierige Aufgaben gegeben. Die du bestimmt alle gelöst hast, wie ich dich kenne. Ja, aber dann hat er mir noch andere, viel schwierigere Aufgaben gegeben. Und selbst wenn ich die Nacht durcharbeiten würde, könnte ich sie nicht alle erledigen. Niemand könnte das. Interessant und seltsam. Wenn er dich als schlechte Wahl des Erzmagiers darstellen wollte, dürfte er dir keine Aufgaben geben, die ganz offensichtlich nicht zu schaffen sind. Die Leute würden bemerken, was für ein Spiel gespielt wird, und der Trick könnte nach hinten losgehen. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Ja, wir haben etwas Verdächtiges beobachtet. Du siehst sehr gestresst aus, Remy. Und die magische Schiefertafel hat mir empfohlen, einen Golem zu bauen. Was hältst du davon? Ja! Ich habe Direktor Bloch im Lehrerzimmer überrascht, als er in einer Schreibtischschublade herumwühlte. Aber als ich ihn angesprochen habe, hat er sich erschrocken. So, als hätte ich ihn bei etwas ertappt. Er wollte nicht, dass du siehst, wie er an seiner eigenen Schreibtischschublade herumhantiert? Interessant, oder? Erst die Sache mit den unlösbaren Aufgaben und jetzt die Schreibtischschublade. Irgendetwas stimmt da nicht. Sehe ich auch so. Ja. Da. Die Ratsvorsitzende stand oben an dieser neuen Lostrommel und hat einem Reporter die morgige Ausgabe des Ausgucks in den Block diktiert. Ja. Sie hat den Ausguck in der Tasche. Miststück. Sehr ehrgeizig, hartnäckig und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich an den alten Van Buren rangemacht. Wollte ihn zu allerlei neuen Geschäften und zu einer politischen Karriere überreden. Viele sagen, er sei so früh gestorben, weil er endlich seine Ruhe haben wollte. Und wie wurde sie dann zur aussichtsreichsten Herausforderin des Erzmagiers? Der Erzmagier hätte gern, dass wichtige Regierungsposten nicht mehr automatisch an die reichsten Bürger gehen, sondern an die kompetentesten, vom Volk gewählt. Und das schmeckt dem Adel und den Händlern natürlich nicht. Sie spuckten Gift und Galle, als sie davon erfuhren, aber sie konnten zunächst nichts ausrichten. Der Erzmagier war zu populär, unantastbar. Doch dann kam Sibyl van Buren und hatte einen Plan. Man sollte der Wahl zustimmen und ihr ein Jahr Zeit geben. Ein Jahr, in dem sie dem Erzmagier Steine in den Weg legte und seine Politik sabotierte, wo sie nur konnte. Ihr einziges Ziel war es, ihn schlecht aussehen zu lassen. Bei den Göttern würde ich es verabscheuen, wenn sie damit durchkäme. Tja, aber das wird sie wohl. Aber wir werden die Wahl doch gewinnen, oder? Der Erzmagier, meine ich. Van Buren hat all ihre Ressourcen genutzt. Mächtige, reiche Freunde, versorgt mit wichtigen Posten. Der Seefels-Ausguck, die einzig verbleibende Zeitung der Stadt.
Einfache Slogans, einfache Lösungen. Patriotismus und Ressentiments. Sie sagt den Bürgern, was sie hören wollen. Und dennoch, der Erzmagier wird diese Wahl gewinnen. Jede Stimme für die Ratsvorsitzende und ihre Bande ist eine Stimme zu viel. Aber die Dummheit hat noch nicht gesiegt. Warum wehrt sich der Erzmagier nicht stärker gegen die Ratsvorsitzende? Warum erzählt er nicht allen von ihren Machenschaften? Er will, dass sich möglichst viele bei der Lösung unserer Probleme beteiligen. Er will keine Lager, die sich gegenseitig an die Kehle springen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Die Leute beginnen sich mit den Zuständen abzufinden. Sie geben alles und jeden die Schuld und sie versuchen nicht einmal mehr, etwas zu verändern. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und weißt du, was er gesagt hat? Stillstand ist bequem, deswegen bevorzugen ihn viele. Fortschritt erfordert Anstrengung. Was wäre das für eine Welt, wenn es himmelschreiende Ungerechtigkeit gäbe und sich jeder damit abfände, einfach weil Änderungen zu anstrengend sind? Aber hey, ich bin nur eine Ratte. Was weiß ich schon? Wie geht's weiter? Behalten wir Direktor Bloch im Auge und warten ab, was passiert? So kurz vor der Wahl? Ein Unterstützer der Ratsvorsitzenden, der sich verdächtig verhält und das in der Nähe des Erzmagiers? Nein, zu hohes Risiko. Wir können nicht warten. Also, schaust du dir die Sache mal an? Ich würde gerne, aber vielleicht ist genau das ihr Plan. Ein offiziell inoffizieller Mitarbeiter des Erzmagiers schnüffelt im Büro eines seiner politischen Gegner herum. Wäre nicht gut, wenn das herauskäme. Ein Skandal erster Güte. Aber wenn ein Lehrer im Lehrerzimmer ein Formular sucht, ein Lehrer, der in der Schule ist, weil der Direktor ihm dort Aufgaben gegeben hat. Normalerweise würde ich versuchen, dich davon abzuhalten. Aber der Erzmagier ist morgen zu Besuch in der Schule. Wenn seine Gegner etwas planen, müssen wir sie heute Nacht entlarven. Ich mach's. Ich sehe mich um. Falls ich was entdecke, melde ich mich bei dir. In Ordnung. Aber sei vorsichtig, Wilbur. Erzmagier Alistair hat mir eine magische Schiefertafel geschenkt. Das sieht ihm ähnlich. Er mag magische Spielereien. Vielleicht ist es nicht nur das. Die Tafel hat mir geraten, einen Golem zu bauen, der mich bei der Arbeit unterstützt. Einen Golem? Sie sind sehr stark und er könnte mir viel Arbeit abnehmen. Ja, aber ich denke gerade an etwas anderes. Überleg mal. Wir sind uns darüber einig, dass der Erzmagier der mächtigste lebende Zauberer ist. Natürlich. Niemand könnte ihm mit einem magischen Angriff auch nur ein Haar krümmen. Aber rohe Gewalt? Ein Stein auf den Kopf? Ein Messer in die Rippen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt stell dir vor, er hätte einen Leibwächter. Einen großen Kerl. Steinhart. Aber der Hausmeister-Troll, der ist wirklich anstrengend. Den möchte man nicht den ganzen Tag um sich haben. Ich spreche nicht von einem Troll, Dummerchen. Ich spreche von einem Golem. Golems sind noch stärker als Trolle. Und das Beste, Golems sind absolut loyal. Sie können gar nicht anders, als den Befehlen ihres Meisters zu gehorchen. Und wenn ich ihm befehle, den Erzmagier mit seinem Leben zu verteidigen, dann wird er genau das tun und niemand wird an ihm vorbeikommen. Das klingt fantastisch. Bekommst du das hin, einen Golem zu bauen und zum Leben zu erwecken? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann kann er erst die doofen Aufgaben vom Direktor erledigen und anschließend den Erzmagier bewachen. Der Direktor und die Ratsvorsitzende haben sich mit dem falschen Gnom angelegt. Du siehst auch nicht gerade zufrieden aus. Harter Tag? Harte Woche. Ich bin besorgt um die Sicherheit des Erzmagiers. Die Lage in der Stadt ist explosiv. Er ist heute auf offener Straße beschimpft worden, als er unten in einem Feldlazarett nach dem Rechten gesehen hat. Aber das waren nur aufgestachelte Spinner. Ich mache mir Sorgen um den einen Attentäter, der genug Köpfchen, Ressourcen und Willen hat. Jemand wie Direktor Bloch?
Schwer vorzustellen, aber nicht auszuschließen. Wir brauchen mehr Informationen. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich baue einen Golem-Leibwächter für den Erzmagier und schaue mich im Büro des Direktors um. Genau. Und sobald du etwas Ungewöhnliches entdeckst, sagst du mir Bescheid. Keine Heldentaten, Wilbur Wetterquarz. Ich pass schon auf. Ich gehe zurück in den Untergrund. Ich will herausfinden, was es mit dieser dunklen Magie auf sich hat, die der Erzmagier seit einigen Tagen spürt. Viel Erfolg. Du und deine Herren, ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Ihr habt vielleicht große und mächtige Freunde. Aber der Erzmagier hat kleine und clevere. So ein 10-Minuten-Gespräch kann auch echt lang sein. Ich habe mich währenddessen zurückgelehnt und immer nur geklickt und gewartet, bis das Gespräch vorbei ist. Manches könnte man auch ein bisschen kürzer fassen. Das kommt mir nur so vor wie eine Spielverlängerung. Ein Glas. Können wir das mitnehmen? Remy hat sein Glas stehen lassen. Da ist eine Markierung drauf. 2 Zentiliter steht daneben. Ah. Für die meisten Leute ist das nur ein kleiner Schluck. Aber für eine Ratte ist das schon eine ordentliche Menge Alkohol, schätze ich. Und damit können wir die Krokodilstränen nehmen. Super. Können wir die abmessen, das ist gut. Allerdings fehlen uns die Zutaten dafür noch. Mit den beiden möchte ich jetzt erstmal nicht mehr reden, aber mit ihm müssten wir wohl noch einmal reden. Vielleicht kriegen wir durch ihn nochmal in Erfahrung, wie wir an das jeweilige Objekt, an sein Büro rankommen. Er ist unfair zu mir und er tut so, als wüsste er es nicht. Ich rede nur noch mit ihm, wenn es sein muss. Gut, dann raus. Jetzt gehen wir erstmal wieder ein Stück nach oben. Und zwar so weit nach oben, dass wir unseren guten oder werten Herrn Jorge verarschen. Was machst du denn hier? Das ist ja der fürchterliche Junge aus dem Unterricht. Ganz schön spät für so einen kleinen Kerl. Jungen Kerl. Heda! Sie sind Wilbur Wetterquarz! Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Bist wohl beleidigt, weil ich heute Morgen in der Schule bewiesen habe, dass ich mehr von Magie verstehe, als du gedacht hast. Was? Wovon sprechen Sie, Meister Wetterquarz? Naja, warum warst du heute Morgen in der Schule so unausstehlich? Hat er einen Zwilling oder was? Du scheinst für einen wichtigen Kampf zu trainieren. Nee, ich spiele Ihren Kampf nach. Wie Sie und Captain Bonnet und Prinzessin Ivo die Erzhexe Mordroge auf dem Schwarzen Turm besiegt haben. Tatsächlich? Es muss der tollste Kampf aller Zeiten gewesen sein. Die einsamen Helden, umgeben von Monstern, stellen sich der Anführerin der Schattenarmee und ihrem Sohn Munkus. Piau! Wusch! Krach! Naja, ganz so dramatisch war es vielleicht nicht. Ein jahrzehntelanger Krieg, das Artefakt des Schicksals. Und plötzlich ist Frieden. Wenn das nicht dramatisch ist. Ja, kann es sein, dass du sowas bist wie ein Werwolf, der sich in der Nacht zu einem lieben, netten Jungen verwandelt? Eieieiei. Weißt du, was das Artefakt des Schicksals ist? Es kann jeden Wunsch erfüllen. Sie haben sich bestimmt gewünscht, dass das Böse besiegt wird, oder, Meister Wetterquarz? Wir haben es nie eingesetzt. Der Erzmagier warnte uns, dass die Macht des Artefaktes zu groß sei. Aber wenn man sich alles wünschen kann, dann kann man sich doch einfach gute Dinge wünschen. Erzmagier Alistair glaubt nicht, dass die Welt so funktioniert. Und ich vertraue ihm. Wenn Sie das glauben, dann glaube ich das auch. Das ist aber sehr freundlich von dir. Du warst heute Morgen in der Schule ganz schön frech. In welcher Schule? Siehst du? Und schon wieder willst du mich auf den Arm nehmen. Aber Meister Wetterquarz, ich würde nie... Heute Morgen in der Zaubererschule hast du versucht, mich zu verunsichern und vor den anderen Schülern dumm dastehen zu lassen. Die Zaubererschule? In der Oberstadt? Da darf ich doch gar nicht hin. Ich bin nicht in Seefels geboren und bestimmt nicht wichtig genug, um einfach so in die Oberstadt gelassen zu werden. Du willst mir weismachen, dass du heute Morgen nicht bei mir im Unterricht warst? In Ihrem Unterricht? Um Zauberer zu werden? Das wäre so cool.
Naja, hast du vielleicht einen Zwilling? Das wäre jetzt auch meine Vermutung. Ich glaube immer noch, dass du mich auf den Arm nehmen willst. Oder hast du einen Zwilling? Nicht, dass ich wüsste, Herr Wetterquarz. Vielleicht hat jemand meine Gedanken kontrolliert, ohne dass ich es bemerkt habe. Jetzt bin ich mir sicher, dass du mich veralbern willst. Nein, könnte doch sein. Nicht alle Hexenmeister, Nekromanten und Anwälte der Schattenarmee wurden gefasst, oder? Nee, die Anwälte erst recht nicht. Es ist schon spät. Ist es nicht langsam Zeit, nach Hause zu gehen? Ich warte, bis im Gasthaus keine Gäste mehr sind. Manchmal geben Sloth und Grump mir ein Zimmer, wenn es niemand mietet. Oh. Du hast gar kein richtiges Zuhause? Ich habe gleich mehrere. Manchmal schlafe ich unten in der Zeltstadt. Und manchmal lässt mich die Witwe Bolte auf der Bank vor ihrem Kamin schlafen. Aber wenn ich im Gasthaus in einem richtigen Bett schlafen kann, dann nehme ich natürlich das. Das ist ja traurig, ist das. Ich habe ein kleines Zimmer in der Schule. Wenn du im Gasthaus kein Bett findest, kannst du gerne bei mir schlafen. Mein Hasenschaf wird sein Bett heute wohl nicht so verteidigen können wie sonst. Und ich schlafe auf dem Boden. Das wäre ja... Wow! Aber die Schule liegt in der Oberstadt. Da darf ich nicht hin. Ach, diese alberne Regel. Vielleicht gewinnst du ja in der Lotterie. Was für eine Lotterie? Es soll morgen eine Lotterie geben. Der Gewinner darf in der Oberstadt leben. Das wäre ja fantastisch. Vielleicht hast du Glück. Jeder hat die gleiche Chance. Das klappt bestimmt. Und wenn nicht heute, dann vielleicht beim nächsten Mal. War schön, dich wiederzusehen oder zum ersten Mal getroffen zu haben. Ich hätte es bestimmt nicht vergessen, wenn ich sie schon einmal getroffen hätte, Meister Wetterquarz. Entweder der Junge macht sich über mich lustig, oder das ist ein weiterer Punkt für unsere Liste seltsamer Vorgänge. Tja, so ungefähr stelle ich mir das nämlich auch vor. Wir werden uns jetzt erst einmal den Schlüssel von dem guten Herrn Schildträger organisieren, indem wir jetzt einfach nochmal mit Jorge sprechen. Und dann werden wir mal versuchen, nach oben zu kommen. Wie auch immer. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part.